So Leute, willkommen zu einem neuen Part von New Super Mario Bros. Wii. Im letzten Part, der ja schon eine gewisse Zeit lang her ist, haben wir Welt 3 angefangen. Ich weiß nicht, ob wir sie auch schon fertig gemacht, ob wir sie erreicht haben oder nicht. Ich glaube, wir haben sie nur weitergemacht. Ich glaube, angefangen hatten wir sie in einem anderen, Mann, denken und dann reden. Angefangen hatten wir sie in einem anderen Part, glaube ich. Ich hoffe, die Audioeinstellungen stimmen alles. Ich bin das erste Mal hier mit meinem neuen PC und mit dem neuen Mikrofon dran. Das ist ein bisschen ungünstig. Ich hoffe, dass es sich irgendwelche Aufnahmefails gibt. Das wäre nicht verzeihlich. Ich gehe jetzt mal kurz reingucken. Ich weiß nicht mehr, welches Level das war. Aber wir haben hier auf jeden Fall eine Star Coin nicht. Vielleicht finde ich sie jetzt gerade auf Anhieb. Da oben gibt es doch irgendwas. Anscheinend auch nicht. Gut. Es ist jetzt echt schon lange her, dass ich das mal aufgenommen habe. Das ist jetzt, glaube ich, schon 3-4 Wochen her. Oder wenn ich so... Zwei Wochen Pfingstferien? Also in den Pfingstferien hatte ich, glaube ich, nicht... Das war enorm clever! Das war schon fast eine Safe States würdig, wenn ich welche machen könnte. Also ein Reload. Ah, goddammit. Oh, Gottes Willen. Krieg ich eigentlich Schaden, wenn ich da gegen die dagegen springe? Keine Ahnung. Wir kommen gar nicht so weit. Schön zu wissen. Ah, Mann. Habe ich einen durch oder... Tatsache. Ah, wie unfair ist das denn? Okay. Ich weiß jetzt, wo die Starcoin ist. Und durch Zufall entdeckt. Hallo, du Eisbruder. Ja. Wie gesagt, ich hoffe, es funktioniert alles. Und es gibt nicht irgendwelche Aufnahmefehler. Das hatten wir schon bei Mario Kart Wii. Und das war echt asozial zu synchronisieren. Wobei, da hatte ich keine Audiospur, die ich mit synchronisieren konnte. Also, war es dann auch ein bisschen einfacher. Das hier könnte jetzt echt schwer werden, wenn das da asynchron ist, da irgendwelche Aufnahmefehler drin waren. Ich sehe aber keinen Grund für einen Aufnahmefehler. So, denn bisher hat es ja auch eigentlich immer funktioniert. Oder zumindest meistens. Du lässt mich in Ruhe. So. Ich muss sagen, dieser Starcoin war ziemlich asozial. Oder ist ziemlich asozial. Und warum springe ich die ganze Zeit ins Wasser? Ich möchte nicht ins Wasser springen. Ich möchte nicht baden gehen. Mensch, schwierig ist das Ganze. Ach, verdammt. Wie ich auch nicht von der Stelle wegkomme. Ich renne die ganze Zeit auf einem Punkt. Mann. Mann. Komm. Wir wollen... Tap, zack, zack, zack. Und yes. Wir haben es geschafft. Sehr gut. Hier ist nichts. Da ist ein Eisbruder. Sehr schön. Nicht. Sehr schön. Komm. Tschüss. Weg mit dir. Wie gesagt, es kann gut sein, dass irgendwelche Aufnahme-Fails kommen. Was hast du mal überlegen? Ja, wie viele Wochen habe ich jetzt nicht aufgenommen, Mario? Wann habe ich das letzte Mal aufgenommen? Ich glaube, das war tatsächlich vor den Ferien. Unglaublich, aber wir müssen jetzt eigentlich nur das Level abschließen. Ja, komische Geräusche machen kann ich. Blop, blop. Da hinten ist doch sicher irgendein Geheimgang. Ey, haben wir den schon gehabt? I don't know. Aber ich denke schon. Bam. Einfach mal sämtliche Sachen runter. Jo, der sieht mir schwer so danach aus, als ob wir den schon gehabt hätten. Von mir aus. Das müsste dann tatsächlich schon 5 Wochen her sein, dass ich das letzte Mal Mario aufgenommen habe. Sehr übel. Wow, das ist echt lang. 5 Wochen und, nein! Verdammt! Ja, ich muss auch gucken, dass ich nicht zu laut rede, weil das Mikrofon steht direkt vor meiner Nase. Das könnte es mir ein bisschen übel nehmen, wenn ich die ganze Zeit zu laut rede. Mal reingucken, ob ich gleich ein Power-Up bekomme. Wir müssten aber bei der Hälfte gewesen sein, wenn ich mich nicht täusche. Okay. Ja, ich werde teilweise wahrscheinlich zu laut sein. Da muss ich mir noch ein bisschen das nochmal angucken. Also ich entschuldige mich gleich schon mal, falls ich zu laut sein sollte an manchen Stellen. Ich hoffe, es ist ertragbar und nicht irgendwie grauenvoll. Nein. Du gehst kaputt. Dankeschön. Ich wollte da gucken, ob noch ein Power-Up dabei ist. Aber nein, natürlich nicht. Warum hätte ich das bloß erwartet, dass hier irgendwann Power-Up für mich ist? Mann, oh Mann. Ich hasse Eislevel. Vor allem, wenn ich ewig nicht mehr gespielt habe und mein ganzer Skill weg ist. Vor allem, ist es auch eine halbe Ewigkeit her, dass ich das letzte Mal... Wow. Ist auch vor allem eine halbe Ewigkeit her, dass ich das letzte Mal überhaupt irgendein Mario gespielt habe.
Also auch New Super Mario Brothers U ist schon eine Ewigkeit her. Bam. Fuck. Telefon klingelt, einen Moment bitte. Ach, dass immer das Telefon klingeln muss, wenn ich aufnehme, ne? Schlimm, schlimm, schlimm. Ganz, 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 ganz blöd. Naja, es sollte aber an sich jetzt vielleicht mal funktionieren, auch wenn mein Skill irgendwie gestern verstorben ist. Halt den Pilz nämlich mit. Der könnte Leben retten. Beziehungsweise er könnte mich umbringen, weil ich ihm hinterher renne und dabei erstmal 15 Mal fehle. Das ist echt asozial an der Stelle, muss ich sagen. Dass er dieser blöde Gamba ist. Halt. Beziehungsweise die blöden Gambas sind mehrere. Ich will jetzt hier echt mal unbeschadet durchkommen. Nuppala! Eislevel sind, wenn man als Einsteiger ist, nach einer langen Zeit, da, also das ist echt asozial. Das ist echt gemein. Und vor allem echt schwierig. Die Gambas lasse ich mal gerade durch, bevor wir jetzt gleich wieder failen. Ich würde wenigstens gerne irgendwas schaffen. Und ich habe gerade vergessen, mir irgendwie eine Uhr bereitzulegen, an der ich sehen kann, wie weit wir gerade gekommen sind. Beziehungsweise wie lange wir jetzt schon aufnehmen. Ich würde... Ach, shit. Wir sind aber fast durch. Wir sind fast durch. Ich darf nicht draufgehen. Ich habe hier eine Uhr. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach noch bis zu einem bestimmten Punkt und dann ist gut wieder. Das, denke ich, ist die beste Möglichkeit. Ich kann halt nicht auf den Bildschirm gucken. Das macht anscheinend rein gar nichts. Na, klasse. Gottes Willen. Hoppala. Oh, wie asozial ist das denn bitteschön gewesen? Das war echt gemein. Das war gemein. Das war echt asozial. Und jetzt darf ich das Ganze nochmal machen, oder? Ich sehe es schon kommen. Wir hängen jetzt Ewigkeit an diesem Level rum. Schlimm, schlimm, schlimm. Als ob ich nicht hier schon für ewig brauchen würde und gerade fail wie so ein Weltmeister. Haben wir irgendwie ein Item, das mir gerade hilft? Warte, wie war nochmal Item? Item war 1. Ich könnte einen Stern einsetzen. Nee. Wir probieren das so. Wie kriegen das hin? Vorsatz für diesen Part. Also ich habe mir eine Zeit jetzt gesetzt. Bis wann dann etwa 20 Minuten um sein dürften. Wahrscheinlich ist er wieder ein bisschen länger. Aber nicht schlimm. So, komm. Komm, du gehst mir schön aus dem Weg. Und jetzt... Ja, toll. Friere bitte einen von den Gambas ein. Das könnte mir... Hoppala. Nein, 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 nein. Du stirbst. So. So, genau. Anstrengend. Ich habe das Gefühl, ich werde schon wieder failen. Das ist so, dass ich so ein einfaches Level 3 Level irgendwie nicht hinbekomme auf Anhieb. Das ist traurig, finde ich. Wir warten hier, bis die Gambas durch sind. Ich würde gerne mal durchkommen durch das Level. Es ging mir nur um die seine Starcoin. Diese lange Pause war echt scheiße. Dadurch habe ich jetzt echt einiges wieder verlernt. So. Mach ihn platt. Der wächst nach. Das habe ich jetzt fast vergessen, dass sie wieder nachwachsen. Hab's gerade zum Glück noch gesehen in letzter Sekunde. Okay. So. Hopp und. Was? Kasten Mario. Oh, ein Pinguin-Suit. Ein Pinguin-Suit. Mann. Aha. Verarscht. Voll verarscht. Habe ich ihn voll erwischt, ey. Unglaublich. So. Komm. Na, verdammt. Nicht ganz oben hin, aber okay. Wir haben das selber auf jeden Fall abgeschlossen. Und zwar auch mit allen Starcoins jetzt. Das finde ich aber schon mal schön. Mit der Tiefseetaucher-Starcoin. Wobei ich denke, meine Zeit, die ich mir gesetzt habe, war viel zu lang. Wir werden aber sehen. Ja, du rennst natürlich voll in mich rein. Pinguin versus Eisbruder. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Hab da ein gutes Gefühl bei, ne? So. Du da unten stirbst und wirst platt gemacht. Tschüss. Gut, damit sind schon mal zwei down. So. Komm schon. Mach ihn down, mach ihn down, mach ihn down. Schießt er da von oben runter. Bam. Alles ein bisschen blöd gerade. Ah, hab ich dich erwischt.
Und zwar ohne ein Leben zu verlieren. Sehr schön. Und dafür kriege ich 3 Power-Up-Pilze. Super-Pilze. Genau, das war das Wort, das ich gesucht habe. Gut. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie laut das Mikrofon aussieht. Normalerweise habe ich ein Bild, woran ich mich orientieren kann von Outer City. Aber das habe ich jetzt gerade nicht. Ab in Welt 3 Geist. Welt 3 Geist. Ich überlege gerade, ob ich Outer City wieder über den alten PC laufen lasse, über das Laptop, das in dem von denen dran steht. Dann habe ich eine bisschen bessere Orientierung. Hier ist was. Und zwar direkt die erste Starcoin. Wie ich darauf gekommen bin? Keine Ahnung, ich habe einfach mal geschätzt. Geisterhäuser sind allgemein mies. Ich glaube, hier ist eine Feuerblume etwas angebrachter. Das ist falsch. Und da ist ein fliegendes... was auch immer das sein soll. Das da oben sieht mir auch so verdächtig aus. Okay, ist nichts. Dankeschön. Kollegen, wo ist die Tür? Gib mir eine Tür. Hier ist nichts, abgesehen von der Starcoin. Auch hier ist nichts. Ich könnte jetzt einen auf Risiko machen und sagen, oh, ich spring mal da gegen die Wand. Vielleicht ist da was drin, ne? Aber das wäre natürlich ganz clever. Ah, hier unten durch. Da wäre ich auch so durchgekommen. Warum bin ich davon nicht durchgekommen? Wahrscheinlich bin ich dagegen gesprungen. Mann. War ja klar. War ja klar. Aber wir sind auf jeden Fall weitergekommen. Ist schon mal nett. Da gibt es eine Münze für. Wollen wir aber gar nicht haben. Mario, der Stangenpolierer. Ich traue ja diesen ganzen Wänden nicht. Das ist ja immer wieder das gleiche Spielchen in diesen Geisterhäusern. Hopp und hopp und hopp und hopp und... So, wie... Hört sich an, als ob ich das Ding polieren würde. Ist aber mal ernsthaft. Hier ist... Bevor der Geist mich nachher den Weg blockiert. Aha, da bewegt sich was. So, und... nein, na shit. Mann, jetzt hat er mich doch verarscht. Der doofe Geist. Komm schon, hier drüben ist doch sicher was. Ansonsten wäre das Ding ja nicht hier. Ha! Und zwar die nächste Starcoin. Das war wahrscheinlich verdammt extrem laut, genau. Aber wie gesagt, ich nichts sehen können, weil gleicher Bildschirm für Computer und für Wii. Und dann passiert halt sowas mal. Gut. Das hier müsste die richtige Tür sein. Ich gucke einfach deshalb nach, weil es sich in einem Geisterhaus eigentlich immer ein Secret Exit irgendwo befindet. Du siehst mir verdächtig aus. Haha, da oben ist was. Komm, gib mir ein paar Münzen. Ist da oben noch irgendwas? Nö, okay. Okay, okay, okay. Ich sag ja nichts. Okay. Wie gesagt, ich bin gerade sehr vorsichtig. Ich bin schon mal sehr froh, dass wir überhaupt noch nicht gestorben sind in dem Geisterschloss. Also im Geisterhaus. Ist ja kein Schloss. Aber da, was noch nicht ist, kann ja noch werden. Bleibst du hier? Mann! Blöde Plattform. So. Mann, hör auf, mir hinterher zu laufen. Da muss doch was sein. Nein! Verdammt! Nein! Hey, da war was. Ich habe was gesehen. Da war was. Da war was, da war was, da war was. Muss nochmal hingehen. Nein, scheiße, da gibt's ja keinen Checkpoint. Ganz gemein. Warte, haben wir irgendein Item? Oh, komm, wir haben gerade einen Superpilz. Macht es vielleicht ein bisschen einfacher. Okay, okay, okay. Boah, Hände ganz schwitzig. Unglaublich. Wir betreten das Geisterhaus. Wir wissen ja jetzt mittlerweile in etwa den Weg. Hier und hopp und das nichts und Moment, das war hier. Wie bin ich gerade diesem Geist durchgekommen? Das würde mich jetzt mal echt interessieren. Wir wissen, seine Statue bewegt sich, das wollen wir gar nicht nochmal herausfinden. Sehr schön, Mario, spring in den Tod. Warum auch nicht? Das zum Thema, was noch nicht ist, kann ja noch werden, ne? Klack. Oh je, das kann dauern. Das kann dauern. Ich glaube, das Let's Play wird noch ein ganzes Stück gehen. Einfach weil ich hier gerne durch die Gegend fail, wie sonst was. Du. Vielleicht sollte ich wieder privat weiter mal bei New Smile Brothers U spielen. New. Keine Ahnung, was ich damit sagen möchte.
Denn dann habe ich vielleicht ein bisschen mehr Skill in den Parts. Dann komme ich vielleicht ein bisschen besser voran. Aber man weiß es ja nicht. Hier war nichts, genau. Die Starcoin war hier, glaube ich, weiter. Genau, hier war sie weiter oben. Die war. Moment. So, und hopp, und. So. Hopp. Mario, der Stangenpolierer. Genau, voll in die Starcoin reingesprungen. Sehr schön. So, und so. Jetzt sind wir schon wieder fast so weit wie gerade eben. Ich bin immer noch der Vermutung, dass da was war. Da war irgendwas. Schwierig. Ich weiß nicht, ob ich es nochmal riskieren soll. Ich kann keine Safe States machen. Das ist ein bisschen doof. Komm. Komm in meine Richtung. So. Und jetzt lass mich vorbei. Einfach durchklettern. Leider kann ich auch nicht nach unten gucken. Das wäre noch sehr schön, wenn ich das könnte. Das geht allerdings nicht. Okay. Irgendwo da unten war was vorhin. Das habe ich gesehen. Halt, 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 halt. Mann, ich weiß nicht wo. Zumindest glaube ich, das gesehen zu haben. Und ich möchte auch nicht wissen, ob was genau jetzt... Hallo? Nein! Da drüben ist was! Seht ihr? Da war was. Da will ich hin. Da ist eine Tür. Eine geheime Tür. Ich habe es geahnt. Ich habe vorhin irgendwas gesehen, als ich runtergefallen bin. Das war also das hier. Und ich weiß ja, das ist der Secret Exit. Eventuell auch mit der letzten Starcoin. Wände überprüfen, bitte. Ja, ganz hin und her. Irgendwie sieht die eine Platte komisch aus. Die sind, okay, die sind alle unterschiedlich Farben. Das habe ich jetzt gerade nicht sofort erkannt. Schön jetzt im Kreis drehen. Ich will jetzt nicht irgendwie überrascht werden. Nicht in Bedrohung kommen. Oh, Gottes Willen. Ja, ich bin... Whoopala! Das meine ich mit Predulia. Das wird hier gerade ein bisschen zu eng. Ha! Letztes Starcoin gefunden. Hoffentlich... Oh Gott, nein. Megabu. Riesenbüro. Riesenbüro? Buhu. Sehr schön. Damit kann ich leben. Das hilft mir. Zwar bringt das nichts gegen die Geister, allerdings... Dankeschön. Das setzt mich direkt vor der Tür ab. Hilft mir das trotzdem ein bisschen weiter. Das hier dürfte der Secret Exit sein. Boah, schön mit einem Dreifachsprung direkt an die Fahnenspitze. So gehört sich das. Upsala, Popschutz nicht verschieben. Das wäre ungünstig, den zu verschieben. So, wir haben alle Starcoins, allerdings würden wir wahrscheinlich noch gerne den normalen Weg haben. Da ist eine Kanone. Schön. Ich möchte aber gerne noch den normalen Weg machen. Das mache ich jetzt auch in dem Part, einfach weil ich so dreist bin. Ich würde die Welt gerne so weit abschließen. Wir haben jetzt alles. Also wir haben die Secret Exit, wir haben die Starcoins. Wir müssen eigentlich nur durchlaufen. Was sich allerdings schwieriger herausstellen könnte, als das vielleicht auch ist. War das jetzt notwendig, Mario? Ein Part wirklich voller Fails hier. Ist unglaublich, dass ich einfach nicht vorankomme. Ah, schlimm. Schlimm, 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 schlimm. Schlamm. Ja, und ich habe vergessen, Pilz einzusetzen. Der hätte vielleicht noch ein bisschen geholfen. Halt, der Pilz bleibt hier. Ei, fliegende, Figuren. Yay. Ich springe da immer zu tief, stimmt ja. Hier geht's lang. Pah, voll gegen die Wand geknallt. Die nicht existente Wand eigentlich, aber okay. Wie man sieht, von mir aus, ist da ein Pilz drinne. Eine Blume meine ich. Nein, ist sie nicht. Okay, von mir aus. Hoppala und... Der Stangenputzer, ich find's immer noch gut. Ich find's immer noch gut. Das Geräusch ist einfach zu geil. Ich bin richtig gut. Nintendo sehr doppeldeutig angehaucht. Das Ganze. So, ich habe jetzt außerdem auch meinen Internet-Stick, also den ich bestellt hatte, hatte ich ja in einem Part erwähnt gehabt. Ich weiß gar nicht in welchem Part, aber in einem. Ich glaube im Part 16 von Pokémon Smaragd hatte ich das angesprochen, dass dass man eine Netzwerkkarte irgendwie im Eimer zu sein scheint und ich mir deswegen einen schönen USB-Stick, der sich mit dem WLAN connected, bestellt habe bei Amazon, der echt eine gewisse Zeit lang nicht gekommen ist. Nein, nein, nein. Das war sozial.
Nein, 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 nein. Jo, dankeschön. Der ist mittlerweile angekommen. Heute, um nur zu sein. Lass mich raten, du bist eine falsche Tür. Ich hab's geahnt. Hier geht's rein. Ist auf jeden Fall sehr cool. Jetzt kann ich nämlich wieder ins Internet, ohne die ganze Zeit den Stick von meinem Dad auszuleihen. Schon wieder so eine Treppe. Mann. Also so eine Fahrstuhl. Bam. Weg, 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 weg. Bleibt mir alle fern. Fernsehen. Genau. Bleibt mir alle fernsehen. Eine Logik. Ist auf jeden Fall sehr schön. So ein schöner... Ui, gib mir eine... Ah, genau. Das ist genau das, was ich brauche. Yay, ich falle. So, ich würde einfach eigentlich noch gerne ins Ziel, bevor ich den Part beende. Das sollte in meinen Augen kein Ziel kein Problem sein. Ich habe immer noch geleuchtet, als ich durch die Tür kam. Sehr cool! Ja! Neues Leben für uns, ein One-Up. Damit kann ich super arbeiten. Perfekt. Okay. Bling. Also Leute, das war's wieder für diesen Part von New Super Mario Brothers Wii. Im nächsten Part werden wir uns dieses Toadhaus ansehen. Da gehe ich jetzt schon mal hin, einfach um da zu stehen und cool zu sein, uns cool zu fühlen. Danach werden wir auch noch im gleichen Part Castle, naja, eigentlich ist kein Castle, das ist ja nicht nur eine Burg, unter Betracht nehmen und werden den Guten da oben, der da oben steht, wie auch immer er heißt, mal herausfordern. Ich würde sagen, das war's wieder für diesen Part von New Super Mario Brothers Wii. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.